Es ist der höchste Mindestlohn der Welt. In Genf verdient man nun mindestens 21 Euro pro Stunde. Am Sonntag stimmten Wählerinnen und Wähler bei einer Volksabstimmung dieser Anhebung zu. Ein Grund dafür ist die Corona-Pandemie. In der Zeit der Pandemie haben wir Warteschlangen von Menschen gesehen, die auf Essen warteten. Das hat viele Menschen hier schockiert. In der Schweiz arbeiten die Menschen 42 Stunden pro Woche. Die Stunde wird nun mit 23 Franken bzw. 21 Euro brutto vergütet, was 3.800 Euro brutto im Monat entspricht. Für manchen Chef schwer zu stemmen. Es ist schon sehr hoch. Wir können doch nicht einfach unsere Preise anheben. Wir befinden uns immer noch in einer Rezession. Wir haben aktuell die Corona-Pandemie und die Konkurrenz. Es ist einfach zu viel. Zum Vergleich, der Mindestlohn in den EU-Ländern liegt weit unter dem Lohn im Kanton Genf. Luxemburg liegt mit einem Mindestlohn von 2.142 Euro vorn. In Deutschland gibt es nur mindestens 1.584 Euro brutto. Das entspricht 9,35 Euro pro Stunde. Doch in einigen EU-Ländern gibt es weiterhin überhaupt keinen Mindestlohn, wie zum Beispiel in Italien oder Dänemark. Bei den weniger wohlhabenden Ländern gehört Bulgarien mit einem Mindestlohn von 312 Euro brutto zu den Schlusslichtern. Doch auch wenn der Lohn in Genf für viele wie ein Traum erscheint, die Lebenshaltungskosten sind in der Schweiz auch wesentlich höher. Wenn wir die Mietpreise anschauen, die sehr oft bei mindestens 2.000 Schweizer Franken liegen, wenn wir die Kosten für Sozialversicherungen betrachten, insbesondere die Krankenversicherung. Manchmal braucht man zusätzliche Versicherungen, die sich die Menschen nicht leisten können. Diese Menschen befinden sich heute in Schwierigkeiten. In Genf werden nun 30.000 Menschen von einer Gehaltserhöhung profitieren. Zwei Drittel davon sind Frauen.